Mahlzeit und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr oben im Titel schon lesen könnt, beziehungsweise seht ihr auch in der Kamera, gibt es heute mal ein Video von einem anderen Armaturenbrett. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Neoplan VLV Armaturenbrett. Also ich habe lange überlegt, ob ich den Schritt gehen soll und mir so ein Armaturenbrett auch noch holen soll. Ich habe auch lange danach gesucht, muss ich sagen, und Homburg und Sohn hatte jetzt nach langer Zeit endlich einen Teil eingestellt, was zu 95% dem Vorbild entspricht, wie es bei uns eingebaut war. Und mir kam da jetzt eine Idee, weil ich würde gerne auf den YouTube-Kanal auch ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und ich dachte mir, ich mache da jetzt so eine Art Projekt draus. Deswegen schaut euch das Video bitte mal komplett an und schreibt bitte in die Kommentare, wie ihr das Projekt oder die Idee findet, ob ich das machen soll oder ob ich das Ganze mehr oder weniger allein im Hintergrund durchziehen soll und euch dann bloß ja, das finale Ergebnis zeige. Also erstmals ist kein komplettes Neoplan-Armaturenbrett, das ist vielleicht einigen schon aufgefallen. Und zwar ist dieses Unterteil von MAN. So auch links diese Druckanzeigen, das seht ihr schon, bei Neoplan schauen die ein bisschen anders aus. Es fällt eigentlich nicht auf, weil der Farbton ist gleich. Man sieht es eigentlich wirklich bloß hier bei an den Druckanzeigen links, aber das stört mich eigentlich nicht. Also wenn ich da mal irgendwann welche von Neoplan finde und die sind nicht allzu teuer, werde ich da natürlich welche von Neoplan einbauen. Aber jetzt aktuell stören mich die Anzeigen von MAN nicht, deswegen lasse ich die jetzt erstmal drin. Genauso kommt auch noch rechts ein Gangwelt-Taster rein, da schickt mir ein Kollege einen zu, weil ich habe bloß die VDV-Gangwelt-Taster da und man braucht hier diese Abdeckung dafür, um die dann im VLV reinklipsen zu können. Die habe ich aber nicht, deswegen kriege ich da von dem Kollegen was zugeschickt. Auch nochmal danke an dich. Und dann ist das ganze Teil ja eigentlich schon vollständig. Das Armaturenbrett selber soll eigentlich nur Deko sein. Also es wird nicht mit OMSI verbunden oder so, sondern es wird dann so sein, dass es halt irgendwie auf dem Schrank liegt und man dann quasi einen Vergleich hat, okay, das ist jetzt ein VLV-Armaturenbrett und auf der anderen Seite ist die Fahrerkabine für OMSI, wo man dann sieht VLV und Nachfolger VDV-Modell. Das Ganze ist ja aktuell recht tot und es ist auch langweilig, wenn das Ganze dann so auf dem Schrank liegt und nichts passiert. Jetzt werden einige sagen, okay, dann schließ halt das Zündschloss an, schaltet es in Reihe, dann kannst du ja deine Leuchtmelder anschließen, dass die leuchten und kannst die Beleuchtung noch umsetzen. Ist ja alles schön und gut, aber was mache ich dann mit den Schalter? Weil wenn ich die Schalter drücke, dann kann ich ja auch bloß sagen, okay, wenn ich jetzt den einen Schalter drücke, dann soll halt die Lampe angehen und so, keine Ahnung. Das ist mir irgendwie auch ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich mir eine sogenannte Logo besorgt. Also für Logo ist vielleicht für einige ein Begriff, das ist eine sogenannte Kleinsteuerung von der Firma Siemens. Und die kann man am PC mittels dem Programm Logo Soft Comfort selber programmieren. Also sprich, es ist eine SPS. Und meine Idee war jetzt, daraus eben ein YouTube-Projekt zu machen. Das heißt, ich werde euch mitnehmen von der Verkabelung bis hin zur Programmierung, bis dann eben zum fertigen Ergebnis, dass ihr mal seht, wie sowas eigentlich abläuft. Dass ihr auch mal seht, wie man überhaupt sowas programmiert. Was ist eine SPS? Das heißt, es wird mal einen kleinen Ausflug ins Elektrotechnische geben. Weil ich habe das ja in meiner Ausbildung recht häufig gemacht. Also ich habe auch mit größeren Steuerungen programmiert. Das heißt S7, 1200, 1300 meine ich, 1500. Also wirklich die Riesensteuerungen. Das ist dann auch ein wenig eine andere Hausnummer als die kleine Logo. Aber wie gesagt, mein Ziel ist es eben, dieses Armaturenbrett möglichst realistisch wirken zu lassen. Und das heißt, ich mache das dann mit der sogenannten Logo-Kleinsteuerung. Da gibt es dann Erweiterungsmodule. Und man kann dann da, glaube ich, bis zu 20 oder 24 Ausgänge schalten. Das reicht für das Armaturenbrett vollkommen aus. Und dann kann man das eben, wie gesagt, realistisch wirken lassen. Das heißt, mein Ziel ist es dann, wenn ich jetzt zum Beispiel den Zündschlüssel reinstecke, dass dann eben die Leuchtmelder leuchten, wie sie in echt auch leuchten. Und manche Leuchtmelder, ich glaube, die EKAS-Leuchtmelder waren es, die blinken dann in einer bestimmten Frequenz. Das lässt sich eben, wie gesagt, über die Kleinsteuerung recht gut umsetzen. Und genauso soll es dann sein, wenn ich jetzt eben hier den Motorstartschalter drücke, dass dann die Leuchtmelder, die ausgehen, auch ausgehen und die, wo weiter leuchten, weiter leuchten. Und genauso wird es dann sein, wenn ich einen Warnblinker drücke, dass der dann in einer bestimmten Frequenz blinkt und eben oben auch die Blinkerkontrolllampe. Ich kann die Türtaste umsetzen, ich kann die Türschleife oben rechts in der Ecke umsetzen. Also das Ganze lässt sich mit dieser Logo-Kleinsteuerung eigentlich echt gut realisieren. Ich meine, Türtaster könnte ich jetzt zum Beispiel auch mit einem Stromstoßrelais umsetzen. Also wer die Funktion kennt, man drückt dann einmal drauf, dann wird dieses Stromstoßrelais quasi durchgeschalten. Das heißt, der Türtaster würde leuchten und wenn ich dann nochmal drauf drücke, dann geht der Türtaster wieder aus. Ist mir aber irgendwo auch ein wenig zu blöd, weil in echt ist es ja auch so, dass der Türtaster dann noch für ein paar Sekunden nachleuchtet, bis die Tür quasi fast komplett geschlossen ist. Und deswegen, wie gesagt, wird das Ganze eben über die sogenannte Logo umgesetzt. Und ja, das war eigentlich auch schon so das ganze Video oder halt das Projekt. Also wie gesagt, das Ganze soll am Ende halt voll funktionsfähig sein, aber nur dekorativ. Und man hätte das Ganze auch über ein Arduino machen können, aber da hätte ich dann wieder zig Relais benutzen müssen und hätte dann ja mich erstmal mit der Programmierung wieder auseinandersetzen müssen. Und ich sag's euch ganz ehrlich,
ich kann Arduino programmieren nicht. Also ich weiß nicht, warum ich es nicht kann. Es ist ja dieselbe Skriptsprache wie bei OMSI, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich habe mich damit schon so oft auseinandergesetzt, aber ich raff es einfach nicht. Und ich weiß nicht, was ich dann noch machen soll. Also wir hatten von der Arbeit auch so einen Arduino-Crash-Kurs, eben wegen Homeoffice von Corona, weil man uns ja auch irgendwie beschäftigen musste. Und ganz ehrlich, wie gesagt, Arduino ist ein Fall für sich, das raff ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich da eben jetzt auch für die Siemens-Steuerung entschieden, weil das Ganze ist, finde ich, deutlich leichter. Man arbeitet da mit einem sogenannten Funktionsplan. Das heißt, man hat eben Blöcke, die man dann miteinander verbindet. Also ihr habt es vielleicht schon mal bei Marc gesehen, der hat das Ganze ja schon mal beim Projekt Wegmann vorgestellt. Und ja, wie gesagt, ist deutlich leichter. Genau, das war es eigentlich auch schon vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch interessiert das Projekt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne ein Like, beziehungsweise lasst auch ein Abo da. Und wie gesagt, ganz wichtig, schreibt bitte in die Kommentare rein, ob ihr das sehen wollt oder nicht, weil ansonsten führe ich das Ganze im Hintergrund aus. Weil ich sag mal, die Videos drehen, es wird halt auch wieder ein gewisser Aufwand werden. Ich muss dann die Kamera aufbauen, ich muss dann das Armaturenbrett wieder so hinlegen, dass man was seht, dass ihr was seht. Ich muss mich dann wieder so positionieren, dass ich nicht im Kameralicht, dass ich nicht im Kamerabild sitze. Und wie gesagt, das Ganze ist halt ja recht schwierig, oder das heißt recht schwierig, halt wieder recht aufwendig umzusetzen. Deswegen wäre es umso besser, wenn ihr mir da Rückmeldung gebt, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Genau, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.